So. So, diesmal spielen wir klug, geil und nice. So. Wir machen eine Rundown-Analyse. Wir spielen klug, geil und nice. Das bedeutet, lasst uns. Eigentlich müsste ich noch den. Das ist halt immer gefährlich, den Poro zu stellen. Hier, ich könnte nämlich jetzt in irgendwas reinlaufen und dann verliere ich eventuell mein ganzes Leben. Man könnte halt warten, bis sie da wieder hingehen nach da oben. Dann ist es relativ safe. So. Das heißt, wir spielen gegen LeBlanc. Das Matchup gegen LeBlanc ist, ich würde sagen, es ist ein Skill-Matchup. Es ist aber, also ich habe schon oft gewonnen. Was für mein Skill sprechen könnte. Aber es kommt auch immer auf die LeBlanc an. Grundsätzlich Botlane, wir haben ein gutes Team, wir haben halt kein AP-Damage. Es wäre geil, wenn, ich meine, sie haben auch grundsätzlich niemanden, der Armor kaufen könnte. Es wäre gut, wenn Morgana vielleicht Full AP geht. Das größte Problem, was LeBlanc einfach hat, ist, dass sie nicht pushen kann. Das heißt, je mehr ihr LeBlanc reinpusht, umso weniger kann sie machen, weil sie dann ihre Spells zum Pushen benutzen muss. Ja. Das heißt, ja, sie macht mir jetzt Damage und das ist cool und so, aber sie greift mich an und nicht die Minions. Das bedeutet, sie hat gleich irgendwann bald Probleme mit Minionen. Jetzt zum Beispiel. Und jetzt, guckt euch das an, sie hat das gleiche AP wie ich, obwohl nix, ne? Obwohl ich sie kaum angeattackt habe. Sie ist aber tatsächlich takeable. Auf der takeable-Liste, wir könnten jetzt für einen Take gehen. Wenn sie noch. Ah, der Minion läuft weg. Das ist jetzt richtig RIP. Sonst hätte ich für einen Take gehen können, aber nope. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht springt, dass das Siegel ausläuft. Ja. Jetzt können wir sie wieder weiter reindrücken. Und wenn sie das Take, dann können wir sogar für einen Take gehen. Für einen Take da. Oh Gott. Later! Later! Voll Noob! Wir könnten jetzt. Das Ding ist, Xin Zhao ist 100% bei einer Krabbe. Wir gehen also direkt back. Wir sind klug. Lane ist eh resettet. Das passt. Oh, le Kanone, le Kanone, le Kanone! Oh, wirklich? Ja, komm. Really? Jetzt können wir sie gleich. Also, jetzt ist halt die Frage. Sie hat Ignite. Hat sie geflasht? Oder nicht? Ich glaube, die ist so schnell gestorben. Ich weiß nicht, ob sie geflasht hat. Hat sie? Auf jeden Fall. Okay, sie roamt gerade. Wir können jetzt kurz freezen, so ein bisschen, damit wir nicht gegankt werden. Von Xin Zhao. Und sie verliert dann Minion, weil sie gerade unterwegs ist im River. So ein bisschen, ja, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall halten wir das erstmal so ein bisschen hier. Ein bisschen. Wir könnten sie auch reinpushen, aber. Also, ich könnte reinpushen und roam. Das wäre eine Möglichkeit. Man muss halt immer die Möglichkeiten abwägen. Den kriegen wir. So. Was muss man für den Skin schreiben? Auszeichnen, Anivia Skin, aber. Sie hat Ignite benutzt. Stimmt, aber nur als Sub. Also Morgana. Also, ich bin ja auch ein schneller Man. Also, ich sehe auf der Map. Ich bin der Map-Watcher. Ich bin nicht nur Bay-Watcher, ich bin auch Map-Watcher. Ich bin unterwegs. Ich bin Floddy Karoddy. Die Frage ist. Ja, welcome. Ja, doch, very welcome. Und jetzt machen wir Auto-Attack into Laufen, into ganz viel mitlaufen, into wir können darüber rollen und haben gleich eine E. Q, W. Da gehen wir mit. Das könnte reichen. Ich bin eine Maschine 3-0. Ja, welcome. Jetzt könnten wir halt überlegen. Wir gehen nicht. Also, wir haben Mög. Ja, doch, wir haben Möglichkeiten. Wir gehen jetzt Tiamat. Also, die Möglichkeit, die wir hätten, wäre, dass wir sagen, wir gehen auf Dirk und böllern LeBlanc voll aus dem Leben. Aber LeBlanc ist halt ein komplettes Wave-Clear-Opfer. Und wenn ich Tiamat habe. Ich habe sowieso schon besseren Wave-Kill. Mit Tiamat ist mein Wave-Kill GG. Das heißt, ich muss ja jetzt gucken, dass ich Draven töte. Der ist schon einmal gestorben. Der hat eine Coin. Das wäre so, als wenn man eine Atomrakete pink anmalt. Und mit Watte füllt. Warum sollte man Draven mit Coin spielen? Das ist Vergewaltigung. Weiß ich nicht. So, jetzt pushen wir sie einfach rein. Und sie kann halt nichts dagegen machen. Nichts. Also, alles, was sie auf mich wirft, fehlt ihr beim Wave Clear. As simple as that. Und jetzt klebt sie hier fest. Und jetzt könnte ich machen, was ich will. Dann habe ich noch keine Ultimate, was ein bisschen doof ist, aber wir könnten halt warden. Wir können, hier ein Control Ball. Wir können jetzt alles machen, während sie da chillt, ne?
So, jetzt wieder das gleiche. Guck, jetzt muss ich schon ihre W dafür benutzen. Aber wir können jetzt, wir sind immer noch nicht Level 6. Verdammte Axt im Himmel des Jordans. Wer hat eigentlich den Jordan erfunden? Über den Jordan gehen. Das ist Jesus über den Jordan gegangen? Also ist das das Sprichwort? Weil, ne, man läuft ja eigentlich nicht über Flüsse. Also geht ja nicht, weil du versinkst ja. Aber Jesus kann ja darüber laufen. Also ist er über den Jordan gegangen auch eigentlich? Ist das ein bisschen makaber? Ist das schwarzer Humor? Weiß ich nicht. So, wir haben jetzt Ult. Sie ist wieder hier beschäftigt, ne? Sie ist voll beschäftigt Gameplay. Das heißt, wir können wieder Botlane gehen. Und diesmal haben wir die Ultimate. Und wenn du Draven tiltest, ist das halbe Game gewonnen. Wenn nicht, dann nicht. Das ist jetzt ein bisschen greedy, aber da sehe ich. Das ist okay. Ah! Was soll das? Was war das? Minion Drop Full Bier Block. Das ist eher Bibelhumor. Mann! Das war jetzt kacke, weil der halt richtig viel Geld von mir bekommen hat. Immerhin kriegt LeBlanc das jetzt nicht mehr, aber... Na ja, gut, ich werde Botlane gangspammen. Alter. Das war nicht geil. Aber wir haben immer... Okay, wir haben ein bisschen weniger CS als Anivia... LeBlanc, aber das ist... Wobei, wenn wir die jetzt noch nehmen, dann ist es, glaube ich, okay. Scheiße. Also 5 CS. Dafür, dass wir Botlane... Dass wir 4-1 sind und so, das ist okay. Jetzt können wir vielleicht... Oh, no. Jetzt fängt er halt an zu feeden. Das ist das Problem. Wie kann man gegen einen Coindraven generell überhaupt verlieren? Jetzt haben wir keine Ult, deswegen gehen wir jetzt einfach für die Blades. Eigentlich muss ich gleich Morgana helfen. Wir tun jetzt so, als würden wir weggehen, aber gehen direkt wieder zu The Bot. Ich muss jetzt halt Morgana helfen, aber ohne Ult. Ich weiß ja nicht. Außerdem müsste der... Naja, eigentlich muss ich noch nicht helfen. Und sie denkt jetzt, dass ich helfen würde, aber ich bin gar nicht am helfen. Und dann gehe ich wieder in die Mitte. Stop. Baby, don't stop. Hallo, A und Schwarz. Welcome. So. Ich meine, wir könnten sie jetzt auch mal töten. Das wäre auch nicht verkehrt, ne? Oder wir töten den da. Aber der stirbt doch von allein, oder? Nope. Und dann noch geflasht. RIP. Wir können auch sie jetzt mal töten. Vielleicht dadurch, dass sie... Wir müssen eben erstmal den Poro stellen. Das sind... Ein paar AD. Das sind 6 AD. Jetzt benutzt sie auch ihre W, weil sie denkt, ich bin nicht da. Hat sie vielleicht schon. Na okay, das war die W. Scheiße, das war clean. Das war einfach clean. Ja. Das ist okay. Nee! Nee, geh weg! Das ist meiner! Zieleine! Ich habe jetzt extra hier investiert. Das ist meine Plates. Bei Plates kenne ich keine Gnade. Zieleine! Pau, kein Schild da drauf. Aber Xin Shao kommt gleich auch noch hier irgendwo. Lol, die macht halt echt kein. Jetzt bin ich tot. Lol, er intet. Oh mein Gott. Wie, Alter. Hier intet ja jeder. Hallo, Zephyria, grüß dich. Du bist so gierig. Ja, aber hey, ich habe sie nur gekillt, nicht damit ich sie kill, sondern damit ich die Plates bekomme. Das war der einzige Grund, warum ich für sie gegangen bin. Damit ich Plates bekomme. Da lasse ich mir nicht meine Plates nehmen. Das ist so, als wenn du den ganzen Tag arbeiten gehst, um dir danach ein Eis zu kaufen und sagt, kommt dein Bruder vorbei oder deine Freundin und sagt, ja, kann ich auch mal haben. Nein, kannst du nicht. Bruder! Ich meine, ich habe ihm viel Geld gegeben, deswegen kann ich ihn nicht komplett blamen, aber... Ich meine, 600 Gold, ja, das sind 2 Kills, aber... Bruder! Stopp! So, wir holen uns ein Blade und dann gehen wir... Wir versuchen, das zu überleben. I spam Gang Spot. Try to chill. Bei alles hört die Liebe auf. Kennt man, das Sprichwort. Hey, brother.
Mercenary and cover. Hey, brother. No, 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 no. Draven ult bitte nicht, Draven ult bitte nicht. Heal, 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 heal. Oh, okay. Ich glaube, ich hätte es sogar ohne Heal überlebt. I would have survived without Heal. No reason to panic. So, wir kaufen erstmal Schuhe. Ninja Dabs. Ja, gut. Leider fehlt Ezreal. Stop. Schade, dass er kein Heal mehr gehabt hat. Unlucky. Scheiße, Alter. Fucking hell, man. Er muss auf... Mann, das könnte... Er kann... Also, er... Er gefährdet die Operation Eiskugel. Scheißendreck. Ich muss... Eine Wave... Wir pushen hart durch und gehen Botlane instant. Hard push into Bot... Oder ein Blade. Ich meine... Nee, okay, sie ist noch hier. Das heißt, wir gehen jetzt für den Hard Push. Ich hoffe, Morgana stirbt nicht. Wenn du stirbst, dann hasse ich dich. Sie heißt sogar Morgana. Glory... Nee, Magma. Ups. Ich bin under the way. Ich bin auf dem Highway quasi sogar. Ich bin auf dem Highway. Jetzt go for Highway Game. Ah, ich habe noch 5 Sekunden. 5, 4, 12, 3, 9, 7. 3, 2, 2, 2, 2. Jetzt! Nein! Da! Wieder 600 Gold. Scheiß Ultimate. Nicht sterben. Mann. Team, macht irgendwas! Ich fühle mich alleine irgendwie. Macht irgendwas. Irgendwer irgendwo. Scheißen, Alter. Neun, Alter, der... Oh, Operation Eiskugel ist in größter Gefahr. Okay, er geht für den Tower, das ist okay. Ist das der First Tower dann? Ja, oder? Ja, sehr gut. Vielleicht sollten wir eine neue Operation... wir rufen eine neue Operation ins Leben. Operation Eis am Stiel. Frage ist, can we? Can we? Jetzt, ja! Ja! Geld! Geldsprung! Geld ah, ich brenne! Ich brenne, ich brenne! Sonne, Mond und Sterne! Blades auf Geld! Ah! Ah! Okay. Ja, das ist... Naja, ne? Na gut. Lieber eine Sekunde warten. Ja, das weißt du halt vorher nie. Das weißt du leider vorher nie. Hat der eigentlich Lifesteal? Warum heilt er sich so viel? Also er hat halt nur so ein kleines Zepter, Alter. Draven hat ein kleines Zepter. Oh Mann, dieser Roast. Ich meine, wer hat schon gerne ein kleines Zepter? Ich meine, es könnte auch ein großes sein. Außerdem ist es ja kein... Ab wann ist ein Zepter ein Zepter? Weil... Eigentlich ist es ja eine Sense. Es muss eigentlich Vampiric Sense heißen. Was ist eigentlich ein Zepter? Gibt es dafür einen Wikipedia-Eintrag? Wodurch zeichnet sich ein Zepter aus? Ich müsste eigentlich eine Blöd mal töten wieder, aber... Ich glaube, ich töte lieber andere. Toplane zu töten ist useless. Jetzt nur zwei, aber Draven ist Toplane jetzt. Okay, er holt Drake. Ocean Drake. Alle sind alle oben. Es könnte aber sein, dass gleich hier jemand hinkommt. Scheißendreck. Leider Poppy nicht rechtzeitig da gewesen. Das wäre. Alter, der kann sich nicht so viel heilen. Der hat einen Zepter, Mann. Der heilt sich wie ein Gigantone. Wie lange hast du vor zu streamen, bis ich ausmache? Wahrscheinlich, circa ungefähr. Mann, ey, das Game wird nichts, Leute. Irgendwie, also ich meine, wir haben eine Poppy und die haben. Irgendwie sind die gar nicht alle, aber ich weiß, irgendwie passiert nichts. It's happening. Oh lol, die Inte. Draven ist tot, das ist gut. Draven ist tot, das ist gut. Guatemala. Guatemala Sprung. Guatemala Autotech Ignite. Q und. Ja, later. Guatemala. Rapparino. Ora. Ich bin Tower Taker. Ich take die Top Towers.
Poppy kann ein bisschen in der Mitte taken, aber das ist eh Jenna, Ina, Zachella, deswegen gehe ich jetzt hier taken. XP, Geld, alles. Außerdem, wenn das keiner nimmt, das wäre Verschwendung. Also Operation Eisstiel ist bisher im vollen Gange, kann man sagen. Wir müssen halt, wir brauchen einen Draktarblade, das haben wir jetzt. Damit können wir Draktarblade und Heal Reduce. Dann können wir möglicherweise Draven töten. Der hat eine fucking Coin, Mann. Das kann man doch nicht machen. Das geht doch nicht. Nicht. Kannst du nicht mit Coin spielen? Das hier ist my passion. Meine Berufung. Ah, ich bin weg. Later. Noch ist die. Doch ist es zu früh für die Operation. Noch ist es zu früh. Ich bin raus. Erstmal. Don't. Einfach don't. Go out. Ne, was du heute nicht kannst besorgen, mach gleich morgen. Let's go. Jetzt, und morgen ist jetzt quasi. Einmal Base, gleich einmal schlafen. Ja, mach mal irgendwas. Okay, ja, du bist tot. War das, ist ja durch einen Lunesprock gestorben? Bot geht hier für den Full-Inhalt. Ich meine, ich bin nicht ganz unschuldig. Ne? Ich habe Draven, wobei Draven war ja gar nicht da, aber ich habe Draven halt 1200 Geld donated insgesamt. Ne? Das war schon viel, wenn man so. Ne? Deswegen kann man jetzt nicht die Schuld verschieben. Also, das kann man schon, aber es macht keinen Sinn. Wobei sie jetzt halt vielleicht nicht Full-Int gehen müssen hätten, aber ist okay. Wir gehen jetzt wieder, ne? Wir machen unser Ding. Tower ist da. Es wird aber halt. Ich meine, deren Late-Game ist full bad. Die haben nichts. LeBlanc wird kacke. Welcome! RIP. Wir brauchen auf jeden Fall hier Reduce. Das kommt jetzt direkt. Aber ich habe Geld. Ja, wir, ja doch, ich habe ein bisschen mehr. Nee, stimmt mal. Er hat von mir Geld bekommen. Habe ich ihn zuerst gekillt dann eigentlich? Wer hat wen zuerst. Hab ich. Oder. So, hier Reduce. Hey, brother. Na, na, na. Okay, dann hat er wenigstens. Ich habe ihn zuerst gekillt, dann hat er wenigstens nicht so viel Geld bekommen. So, ich habe jetzt hier Reduce und Ignite nochmal. Also, wir gehen jetzt auf Dravenjagd, Leute. Wir gehen jetzt nur den Boy jagen, weil alle anderen sind. Ich meine, deren Late Game ist halt bad, bad, bad und. Geht, aber ist halt immer drin, mehr ist halt immer begrenzt, ne? Das heißt, wir buschen die Top. Morgana Pink Top. Also ja, du kannst gerne mit mir kommen, aber nur als Begleitperson vielleicht so. Das wäre das Maximale. So, wir nehmen noch eine Top und dann suchen wir Draven. Vielleicht nehmen wir auch noch vier Top. Ja, okay, welcome. Welcome! Jetzt macht er gleich Ult, deswegen machen wir einfach so. Okay, passt. Jetzt haben wir leider kein Ult mehr, deswegen müssen wir jetzt zwingend top gehen. Was nicht ultra bad ist, aber es ist halt so, wie es ist erstmal. So, wir sind Level 13, Draven ist 11. Das ist halt geil. Carryen durch Level. Jetzt nur nicht hinten, bitte gehen Sie da weg. Einfach leveln, 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 leveln. Die fighten jetzt, aber ich habe ohne Ult, ohne mich. That's the... Guys! Geist! Geist, hört auf zu hinten. Was macht ihr? Geist, chill. Was macht ihr denn? Seid ihr... Einfach nichts machen. Die brauchen mich. Ich bin der Einzige, der big ist hier. Oh, man. Und ich mache hier halt Arbeit. Ne, das hier ist richtige deutsche Arbeit. Made in Germany. Made in... Jetzt müssen wir zusehen, dass wir noch 15 Sekunden... Wir laufen nicht nach unten erstmal, glaube ich. Weil da kommen viele Gegner, glaube ich. Ah, ich wollte gerade noch flashen, aber es ist vielleicht gut, dass ich es nicht gemacht habe, aber... Can, guys, I'm the only huge one. Can you guys chill and stop fighting him? Their late is giga, super, kometial, also von Komet, ne? Garbage. Einfach nicht hinten, das reicht schon. Stop, baby, don't stop.
Machen die Baron oder so? Nee, oder? So, jetzt gehe ich Bot taken. Oder wir gehen jetzt halt, ich glaube, wir gehen jetzt mal eine Runde Draven töten. Wir haben Ult, wir gehen Draven nehmen. Immer wenn, jetzt ist der oben. Aber wir pushen eben eine Wave Bot und dann gehen wir Draven. Man kennt's. Nur nicht, dass die jetzt Baron machen, was tatsächlich sein könnte. Was sehr, ne, okay, machen die nicht, oder? Oder, ne, machen die nicht. Okay. Zack, Tao nicht auch late? Meiner nicht. Ne, den, wir gehen jetzt wirklich für Draven. Wir scheißen, ich könnte den töten, aber wir gehen jetzt wirklich für Draven. Für Draven. Du bist kein Draven. Stop. Baby, don't stop. Jetzt haben wir ein Problem. Scheiße. Nicht du schon wieder. Nobody knows and the trouble I have seen. Scheiße, Alter. Ich wollte erst ohne Flash und jetzt hätte ich doch... Mann! Toll, wieder nichts geschafft, Alter. Keine Ultimate ist wie ein neues Leben. Schalalalala. Der Draven macht 1v9. Das ist nicht geil. Ich habe keine Ult. Ist auch nicht geil. Garbage ist wie ein neues Leben. Du bist. Leute, helf mir! Ah, okay. Immerhin. 800 auf meinen Nacken. Das ist ein Black Cleaver, Leute. Handgefertigt. Handgefertigter Black Cleaver. Ab jetzt haben wir halt Ult. Ab jetzt können wir Arbeit verrichten, Leute. Jetzt und. Also, wir haben den Black Cleaver und jetzt brauchen wir noch Level 16. Ab dann wird richtig Work gemacht. Weil wir haben jetzt einen Cooldown von 48er. Das ist schon nicht schlecht. Das heißt, wir gehen für den Botlane-Turret. Gegen Tryndamere können wir fighten. Der ist sehr weich. Und wir müssen einfach nur kiten. Dann geht es eigentlich. Wir haben gerade nur keinen Yawmoth, aber das sollte eigentlich makeable sein. Poppy sollte woanders hingehen. Ich sag ihr jetzt, was sie zu tun hat. Poppy, go. Leider ist mein Draktarblade inaktiv. Later! Der Schlüssel ist Burst like it would your last day in life having been. You got it under control. Genau so sieht's aus. Jetzt, okay, alle sind weg. Alle. Jetzt eigentlich nicht fighten. Das Klügste wäre nicht fighten. Weil ich bin jetzt Stechmück und ich mach Pressure. Ich kann jetzt pressuren hier. Komm. Ist egal. Hauptsache hier jetzt. Einfach nicht fighten wäre cool gewesen. Weil ich mach Arbeit halt, ne? Aber es war, guck mal, wir hatten Überzahl. Oh Mann, Leute. Leute. Wir haben aber wieder Ultimate. Wenn der Typ jetzt wiederkommt, könnte ich ihn direkt taken. Aber wir nehmen hier XP. Wir müssen gewinnen durch Level. Man kennt es. Den könnten wir töten, weil er denkt, er könnte irgendwas machen. Jetzt hat er aber Ult. Jetzt haben wir ein Problem. Ich bin aber... Rabbit, no, da kommt wer. No, da oben muss ich lang. Ha, hier sind Blades. Ich bin ein Ninja. Ich bin ein Ninja. Easy clean. Later! Deswegen bin ich die Stechmücke. Genau deswegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir gehen noch mal ein Stück weiter. 12 Wände Abstand. So. Das Teil kostet zu viel. So. Der Typ. Guck mal, wir haben jetzt wieder Ultimate. Tryndamere nicht. Das heißt, ich könnte jetzt wieder für den Tryndamere One-Shot gehen. Also er ist halt wirklich One-Shot. Very One-Shot, kann man sagen. Aber er ist nicht so dumm und kommt her, glaube ich. Das wäre wirklich dumm. Was macht denn die Morgana immer? Warum sollte die zu mir kommen? Guys, here is the plan. Just wait till I split. And when they come, you do Baron or fight. Aber erst dann, wenn mehrere kommen. War das verständlich? Machen die gerade Baron? Ich glaube, die machen gerade Baron. Scheißendreck.
Ja, das ist natürlich nicht so geil, weil mein Team leider nicht so stark ist. Leute, habt ihr irgendwas? Damage, Trade, irgendwas? Leute, ihr müsst jetzt Feuer geben, bis ich gleich da bin. Er hat ihn geklaut. Da! Ha! Doch nicht. Ich habe ihm nur mal gezeigt, das war der Schreckeffekt. Für einen Minion die Toplane geholt, zack. Die Frage ist, also wir haben 20 Sekunden los auf Ult. Also es ist nicht too much. Wir können also weiter hier oben stechen. Stechmücke. Na! Ja, okay. Free Drake. I guess. Okay, das Teil ist fertig. Das ist schon mal gut. Ja, Brüder und Schwestern, Alter. Jetzt ist immer so der Punkt, wo du sagst, wie geht's weiter? Du kannst jetzt Tiamat verkaufen. Ich glaube, das tun wir auch. Und Death's Dance kaufen. Man könnte ihn ausbauen, aber ich finde Raven ist jetzt nicht so very geil. Könnte man machen. Könnte man machen. Wir überlegen. Wir überlegen. Aber Death's Dance ist auch cool. Wie viel CD haben wir? 40er. Warum bist du top geblieben? Weil ich dachte, die machen Dragon, dass die alle in der Nähe hier sind. Ich bin davon ausgegangen, ich könnte, bis ich meine Ult habe, Toplane bleiben. Das war falsch. Auch ich mache Fehler. Auch ich. Ich muss halt mal für den Draven gehen. Aber Draven ist immer irgendwie, der ist so ein Fleischball. Also es sind immer 12.000 Leute um ihn rum. Gefühlt. Aber jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Alter, lass mich rüber. Wo ist er? Er geht zum Red Buff, glaube ich. Oder? Stop. Baby, don't stop. So, ich bin jetzt die Prank Machine. Der kommt jetzt. Ja! Der ist der! Der kriegt ja gar nicht. Ich habe aber auch die Passive nicht rausgekriegt. Aber er hat geheilt. Alter, er geht nicht tot, Mann. Ich meine, es war auch nicht. Es war nicht der beste Engage. Habe ich Draktar drauf gemacht? Weiß ich nicht. Es hätte besser sein können. Sagen wir es mal so. Es war aber auch etwas. Aber vielleicht appreciated man ihn jetzt noch. Oder wir können jetzt halt für den Tower gehen, weil ich ihn geschwächt habe. Aber er hat Lifesteal. Er darf nicht attacken. Habe ich sehr gut gemacht. Guck mal, er hat keine Pressure. War gut gemacht. Ja. Kann man nicht anders sagen. Aber er heilt sich wie ein Druide. Ja, da gehe ich nicht hin. Das wäre dumm. Da könnte ich so machen und dann hier rüber gehen. Und wir haben wieder Ultimate. Wir können auch nochmal Blades machen. Und wir... Ja, das ist okay. Hier könnten wir nochmal drüber gehen. Wir könnten die springende Springschneisen-Attacke machen. Ja, die ist okay. Nee, also... Ne, nur so viel, wie man noch braucht. Ja, free game gerade. Alles nur, weil ich den Draven Low gemacht habe. Also, man kann ja sagen, ja, du redest dir das gerade ein. Man kann aber auch sagen, ja, Tobi, du hast vollkommen recht. Voll recht. Alter, wo ist mein Mauszeiger? Ich sehe ihn nicht. Also, irgendwie haben wir, glaube ich, noch nicht gewonnen. Da schreckst hier alle im Büro. Ja, GG, I'm sorry. Ich möchte mich offiziell entschuldigen. Ja gut, wir haben 4 Kneten, aber nicht genug Kneten. Wo sind die Kohlen? Ich glaube, wir gehen mal für Lifesteal. Oder sollen wir Death's Dance? Was sagt ihr? Death's Dance oder Hydra? Oh, da ist der Chin Chao. Der kommt jetzt hier. Passt auf, ich bin Jumpscare-Talon. Nö! Ah! Seid doch mal nicht so nachtragend. Was ist denn los mit denen? Weil mit Death's Dance heile ich mich, glaube ich, besser. Und ich kriege weniger Damage. Aber Hydra hat halt den AOE-Effekt noch. So, die Frage ist, wie machen wir das jetzt?
klug, weil wir können das Game jetzt halt... Ich muss für Draven einfach gehen. Wenn ich Draven töte, was schwer ist, dann wäre es makeable. Aber, ich würde sagen, was das für ein... Ja! Jetzt nur weg, jetzt nur weg, jetzt nur weg, jetzt nur... War das Wurf nicht so richtig. Wenn das jetzt killt, dann ja. Dann ja. Dann war es okay. Sind halt beides Bonobos, aber es ist okay. Vor allem, Draven ist ja nur durch sie auch so Giga, ne? Das ist ja... Muss man ja auch appreciaten. Und wir kriegen jetzt einen Draven. So, wir sind Fullbild, haben... Wir konsumieren mal. Wir haben 473 AD mit 29 Gatherings. Das ist eigentlich okay. Ich glaube, also die beste Idee, guys, let's go for a split. Let me go bot and you guys take top. Ich kann halt jeden von denen im 1-on-1 killen. Jeden. Everyone. They win the split? Also gegen euch vielleicht, ja. Aber ich bin ja schnell. Ihr dürft ja nur nicht in Gate... I can kill everyone. You just don't fight. That's all. Also ich glaube, Chen Cao ist der, der am schwersten wird. Und wenn Draven kommt, dann haben wir den Teamfight sowieso schon gewonnen. Draven ist allein, Draven ist allein. Aber der ist so fett und tanky und fett und tanky, Alter. Eigentlich will ich jetzt splitten, Leute. Einfach chillen. Just chill, bitte. Pray. Nur chillen. No other making. Einfach nur chillen. Ich bin halt die Stechmücke, die jetzt stechen geht. Und mich aufzuhalten ist gigantonisch schwer. Das heißt, da müssen richtig Welten bewegt werden. Guck mal, der hat jetzt schon mal Ult. Ja, also habe ich ein bisschen verkalkuliert. Okay, jetzt haben wir verloren. Kritlack, was soll ich sagen? Trünnermeer ist ein Weltenbeweger. Ja, so. Hatte ich kein Jumus ready oder wieso? Habe ich das nicht benutzt oder? Also ich kann Trünnermeer killen. Ich muss halt seine Ult baiten und ihn dann killen. Also was heißt baiten? Halt mit meiner Ult und dann renne ich weg und dann kill ich ihn. Aber ich glaube, ich habe einen Tower Shot abbekommen. Ja, hier. Also ohne den Tower Shot wäre es gewesen. Aber wir haben jetzt verloren. Schade. Ja, ich meine, passiert mal. Gehen jetzt splitten. Der TF ist besser. Unser TF ist katastrophal, weil wir einfach überhaupt nichts hinkriegen. Keine Ahnung. Also, ja, außerdem, ich gehe immer splitten. Sag mir nicht, was ich tun soll. What the fuck? Ich gehe jedes Game splitten. Das ist, warum ich so viel Metallen gewinne. Dass ich verliere, einmal passiert. Passiert. Halt, ja, keine Ahnung, scheiße, Alter. Ohne mehr Buff. Rip. Rip. Ja, ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Der ist halt tanky. Wenn seine Ult abläuft, vielleicht. Ja. 30 Sekunden auf Ult, das ist very good. Allerdings läuft gerade ein Drunnermeer hinter mir. Jetzt haben wir ein very mäßiges Problem. Nur ein bisschen. Ja, okay, aber ich meine, das war eigentlich okay, weil es ist aktuell deren Baron-Zeit, die runterläuft. Und wir haben Draven Flash. Das war wirklich worth. Kann man jetzt. Also, es ist wirklich worth. Wenn Draven kein Flash hat, dann ist das okay. Und ich muss meinen Ghost Power platzieren, ja. Das war wirklich okay, weil die kriegen jetzt. Das ist jetzt auch der halbe Baron ist gleich weg. Ist das der Baron? Ja. Und die haben noch nichts gemacht. Poppy nervt jetzt nochmal oben. Und Jenna, ja gut, wir müssen ja ehrlich sein, Jenna hat 10, 20, 30, wahrscheinlich noch 10 in den Ruhen, 40%. Das heißt, die hat ihre Ult wieder ready, also. Ich weiß halt, ich kann, der Draven, der ist unbesiegbar einfach. Also ich kann ihn nicht töten, mit meinem Team vielleicht, aber... Okay,
Jenna, LeBlanc, Zachella ist tot, das ist gut. Ich meine, ja, das ist nice. Das ist nice. Allerdings, Leute, ich bin auch gleich bald da, aber erst gleich bald. Der geht halt nicht tot, der heilt sich. Hat eigentlich irgendjemand in meinem Team hier Reduce, außer ich? Nö. Nö, warum auch? Ist ja nur Draven der Einzige, der das Game entscheidet. Wie wär's mal mit Heal Reduce? Guck mal, der ist immer noch am Leben. Guys, what about Heal Reduce? Ich meine, ja, ich hab Heal Reduce, aber ich bin ja nicht immer bei euch. How can you be the tanky? Heal Reduce. Ja, okay, ich wollte eh zurück. Sah ganz lustig aus. So, jetzt müssen wir halt gucken. Oh, die haben keine Türme mehr, aber... Boah, ich weiß nicht, ob das... Jetzt muss ich weg, 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 jetzt muss ich weg. Tötet ihr den noch? Ne, RIP. Ja, RIP, Alter. Ja, er pinkt, aber was soll ich tun? Das ist zu deep einfach. Das ist einfach zu deep. Should I buy Morello? What about Thornmail? Alter, was für Morello, Junge? Was willst du mit... Hä? Thornmail? Oh, my boy. Elder ist da. Geh nicht für Elder. Vielleicht kann ich ja... That's actually an idea. Ja, ach, Sachamoy. Ja, okay. Ja, das ist aber auch komplett dumm, dass ich da sterbe. Ich meine, okay. Ja, ja, jetzt kann ich sagen, es ist komplett dumm. Und das war es auch. Aber die Gegner machen halt Elder Drake. Und den einfach free abzugeben, ist genauso dumm. Und wir haben halt keine Vision. Also, was soll ich tun? Irgendwer muss da halt rein, wenn die Leute da oben sterben. Alter, 13-9, RIP, ey. Am Anfang haben wir echt mit Gehirn gespielt, mittlerweile spielen wir mit dem Herz. Mit dem Blutdruck. Oh, Mann. Deren Late Game ist so schlecht, aber Draven macht einfach 1v9, weil wir keine Heal Reduce haben. Und weil ich ihn nie angreife auch. Kommt auch dazu. Ja, der ist gedingst, aber nö. Nö. Der macht halt wirklich 1v9. Ich bin bald da, Leute. 4, 3, 2, 12, 1, 9. Ich bin unterwegs. Don't die. Ich weiß nicht, wie viel Schaden. Wir müssen uns mal testen, aber er ist halt wirklich schwer umzubringen. Allerdings dürfen, die haben halt auch Elder und die dürfen mich. Nö! Okay, die ist tot. Stirb bitte! Der stirbt einfach nicht! Ja, jetzt haben wir verloren. Ich hätte vielleicht direkt auf ihn gehen sollen. Ja, wir haben ein Leben noch, aber jetzt haben wir verloren. Ja, wir gewinnen vielleicht noch. Töte! Ja, wir gewinnen! Ah, Winzachemoi! Ich meine, sie sind 4 tot, es ist nur noch Jonaina. Mach eine Ultimate. Er hat keine, aber mach trotzdem. Oh Gott, dieses Game. Guck mal später, wie worth Draven war. Egal, was für ein Wert jetzt bei der Coin da steht. Egal, welcher Wert da jetzt steht. Als Draven will zum Early Game abgehen und Coin ist genau das Gegenteil davon. Das ist, als wenn du eine Rakete baust und sagst, sie soll im All richtig schnell fliegen. Aber du musst ja erstmal ins All kommen. Was bringt dir das, wenn die Rakete da gar nicht hinkommt? 1000 Gold, 1100, ist schon viel, aber bei einem 40-Minuten-Game ist klar, also wenn wir da ganz ehrlich sind, bei einem 40-Minuten-Game ist klar, ist die Coin viel Geld. Die Coin von Ezreal hat mindestens auch 1000 Gold gebracht, aber Ezreal scaled halt und der braucht im Early Game kein Geld. Aber Draven will babadabam, swam, swam, boom, boom machen und er kam nur so gut ins Game, weil ich ihn donated habe. Ich habe ihm halt Donations gegeben. Dieses Game war halb mit Gehirn, halb ohne Gehirn, halb und halb gehacktes. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Mein Team hat viele Fehler gemacht. Jeder hat Fehler gemacht. Das Game war eine Fiesta al dente. Ja. Herzschmerz. Aber dafür haben wir jetzt die Promo gewonnen. Welcome. Ja, schön. Welcome.